Willkommen zurück zu Let's Play. Dieses Spiel, wo die Maus nicht funktioniert. Doch, sie funktioniert. Yay! Ich weiß gar nicht, ob man hier die ganze Zeit den Stuhl hört, auf dem ich rumrödel, weil ich gerade im Hotelzimmer bin. Und nicht, zu Hause, wo ich sonst aufnehme. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt haben wir gerade hier unsere wunderschöne Scheibe bekommen. Dann wollen wir die Scheibe doch mal einsetzen. Da muss ich erst wieder ganz durch die ganze Sache durchgehen. Weißt du? Immer hoch da und dann da durch und dann da runter. Hi. There you are. I brought both the chest and this little fellow. He squirmed and complained all the way through the cemetery, but here we are. I take it you found some golden fish tokens. That's good. We need them all to open the chest. Do you know where we are? This is Murray's ship. Before he was the mayor, he was a fearsome pirate. When we founded Kingsmouth, we gave up on sailing and piracy. At least, most of us did. Behind these doors is where Murray locks up people who oppose him. He used to hold the siren there. If we're lucky, Calliope will be in there. Tja, dann gucken wir, ob die Calliope wirklich drin ist. Hier können wir mit den Kollegen reden, aber ja, wir haben jetzt erst die Hälfte der Münzen. Meine Güte. Längstes Let's Play aller Zeiten. So. Dinge da rein. Ah, ich hasse dieses Ding. Ich hasse das. Okay, also. Das muss hier hin. So, und das hier kann ich drehen, wie ich will. Okay. So. Das müssen wir ein bisschen weiter drehen. Das so ein bisschen und dann. Almost. Nee, nicht mal almost, weil da immer noch. Ist immer noch falsch, Mann. Okay, also. So. Dann müssen wir noch gerade. Komm her. Dann müssen wir noch so rum. Yay! Okay. Setze dann die beiden Reliefs direkt zusammen und nutze die Hinweise, die Motive der Mitte. Okay. Okay. Hier oben muss ein Kraken hin. Da muss ein Kraken und was anderes. Hier muss ein Mermaid hin. So würde ich sagen. Und hier der Murray. Ah, hier gibt es einen Unterschied hier. Okay, da füge hier so. Okay, hier hätte ich jetzt vermutet, dass das hier Mermaid-mäßig in Ordnung ist. Ah, okay, das war so. Die Muschel fehlte da unten noch. Gucken wir ein bisschen näher ran. So, ich glaube, jetzt kommen wir da rein, oder? Gehen wir da rein, da bin ich rein. Das Gefängnis. Ah, da ist der Murray. Der schleppt die Calliope hoch. Ein Leitstern. Ziel ausgeführt. Findet die Sirene. Rettet die Sirene. Nee, rettet haben wir sie noch nicht. Wir haben sie nur gefunden. Das ist nicht richtig. Geh zur Sirene. Okay. Reden wir nochmal mit ihm. Calliope was here, but we're too late. Murray probably moved her to his quarters, so we can keep a closer eye on her. We can't give up yet. You'll be safe here if you pretend to be one of the kitchen maids, but I need a disguise to infiltrate the upper floors. Could you look around for a Praetorian uniform that I could use? Then I'll be able to sneak inside the lighthouse and help you. Until then, you're on your own. Be careful. Okay, also erstmal ein Wimmelbild. Wir müssen Sachen finden. Okay, Auktionshammer, Wäscheklammer, Schlüsselbund.
Wäscheklammer. Auktionshammerschüssel. Becher Wein. Da müssen wir erstmal den Becher finden und den Schlüssel. Für was ist der Schlüssel? Schlüssel. Kette, Motte, Säge. Hä? Für was ist denn dieser Schlüssel? Ich sollte besser das Rost abbürsten. Okay. Da ist die Bürste. Den Rost abbürsten. Von was denn? Ich hab die Bürste. Okay, ich habe die Einzelteile alle gefunden, aber mir fehlt also das Brandeisen erstmal. Ach, da ist die Säge. Okay, von der Säge muss erstmal der Rost runter. So, dann haben wir die Säge. Eine Motte hätte ich da vermutet. Ist es aber nicht. Das ist eine Spinne. Das ist das. Gut. Eine Fackel haben wir hier. Könnte auch eine Keule sein, aber egal. Aber das Vino und der Becher. Das Red Wine Fish. Eine Spinne. Igitt. Die ist da. Kette. 1 von 2. Kette 1. Das ist auch eine Kette. Ey, das ist auch eine Kette. Das ist der Optionshammer. Das ist keine Kette. Wo ist denn Kette Nummer 2? Wo ist die Motte? Wo versteckt sich denn die Motte? Denn die muss irgendwas. Der Luftpumpe ist hier. Was? Schlüsselbund ist hier. Okay, jetzt fehlt die zweite Kette. Da hätte ich jetzt die hier vermutet, aber die zählt irgendwie nicht. Oder muss ich hier erst aufschließen, um die Kette zu kriegen? Okay, ja. Jetzt fehlt nur noch die Motte, die wir da rauslassen müssen. Okay. Die Motte kommt zum Licht, deshalb so, und dann kommt die Motte angeflattert, hoffentlich. Motte, da ist sie da. Wir kriegen eine Kette. Okay. Was ist das hier? Hi. Da fehlt wohl ein Auge und da ist noch ein Blut. Bürgermeister Murray ist ein gerissener Bursche. Statt an gefährlichen Seeschlachten teilzunehmen und Schiffe zu kapern, dachte sich Murray einen Plan aus, um sein gewaltsames und schmutziges Geschäft zu optimieren. Zuerst beschwörte er den Kraken, dann befiehlt er dem Biest, Schiffe anzugreifen und führt sie zum Schiffsfriedhof. Elende Überlebende werden dort von den Prätorianern erledigt, die anschließend das Schiff aufräumen und alle Werkgegenstände mitnehmen. Und ab und zu habe ich Gelegenheit, einen Captain oder einen ersten Offizier zu foltern und so an Informationen über die geheime Fracht oder andere Schätze zu gelangen. Oh, ich liebe diese Momente. Zuletzt beseitigen wir die Körper, dann warten wir auf das nächste nichts ahnende Schiff. So ist das. Und der Fisch flucht. Langsam gefallen mir meine neuen Flossen. Ja, geil. Okay, also da, die Dame braucht ein neues Auge. Da wäre es mal Zeit. Okay, da ist ein Hebel. Da kann ich in den Lagerraum hoch. Hier gibt es sonst nichts mehr. Täte mich wundern. Ich wollte sagen, da gibt es da noch sehr was zu tun hier. Okay, für die Zelle braucht man passende Schlüssel. Ich kann aber auch hier. Das ist doch passender Dietrich, oder? Ich finde, das ist schon ein passender Dietrich. Also, doch. Schon. Okay. Also, das hilft nicht mehr. Dann gehen wir jetzt mal in den Lagerraum. Hier. Ich muss mich am Schlüssel umsehen. Wie kann das doch aufbrechen, Mann? Hier, da, mach die Harpune oder schnapp dir den Dolch. Da, komm. Nein, geht natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Was ist das hier? Da kann man etwas anfügen. Eine Kette. Was? Ernsthaft? Hä? Also. Wieso ist das die Kette? Hä? Deckel ist vernagelt. Nimm das Messer. Mann. Nein, er will das Messer nicht. Vielleicht die von der Hand rausziehen oder so. Vernagelt. Mann. K.
klebriges Harz, Dolch, Harpun. Halt die Kette fest. Jetzt habe ich eine zweite alte Kette oder wie? Habe ich gerade die erste abge. Hä? Okay. Und jetzt haben wir hier was? Da oben. Ich kann hier was anfügen, eine Kette. Auch mal geil. So kommt man auch in die Küche. Küche vor allen Dingen. Oh Gott, was ist das hier? Es sollten vier Götzen sein. Okay. Also vier kleine Götzen. Vier kleine Götzen, 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 Götzen. So, was haben wir hier denn? Café à la Mary. Bring kristallklares Wasser vom Eisblock zum Kochen. Mahle Kaffeebohnen aus dem Lagerraum, gib zwei Teelöffel Mokka in die Tasse und gieße mit Wasser dazu. Erfreue den Gaumen des Trinkers. Aha. Löffelchen. Oh, das Ding ist ja grandios kaputt. Und die Kaffeebohnen. Okay. Hot Water. Das Stück herauspicken. Dafür können wir jetzt aber endlich mal den Dolch nehmen, oder? Immer noch nicht. Sag mal. Ich kann. Also langsam, aber sicher wird das hier ein bisschen. Ah, Wimmelbild. Und ein Tisch. Hier kann ich Dinge machen. Okay, gehen wir erstmal hier ins Wimmelbild. Oida. Okay. Also ich brauche jetzt alle möglichen Stöckchen, Dinge und Sachen. Und sowieso. Und die Hake brauche ich nicht. Das Ding. Eine Wurst ist nicht das Richtige. Das Ding da, Octopusiana Grandis. Das Stöckchen, das Ding. Jetzt fehlt noch dieses kleine Knibbelding, das steht da. Wir kriegen eine Heckenschere. Wofür in 3000 Namen brauchen wir jetzt schon wieder eine Heckenschere? Kann ich mit der Heckenschere das Ding da. Nein. Geht nicht. Brauche ich speziell einen Eisbär. Da geht nichts anderes. Klar. Okay. Was haben wir hier? Guten Tag. Guten Tag. What were you expecting to see, kitchen wench? A handsome prince on a white horse? Get back to your duties. And while you're at it, I could use a cup of coffee now. I'm tired of taking care of Kingsmouth's safety under the rule of our great benefactor, Mayor Murray. What are you waiting for? I want my cup of coffee right now. Okay, die Wache will ihren Kaffee haben. Wo kriegen wir das jetzt her? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Schlüssel! Ein Schlüssel! Den nehmen wir doch mit. Gut. Mit dem Schlüssel gehen wir mal runter und schließen das Ding hier auf. Na also. Klappe auf, Klappe auf, Klappe auf. Wasserstoffperoxid, okay. Kann ich mit der Heckenschere das Ding hier aufmachen? Hätte mich auch gewundert. Gut, jetzt haben wir eine Heckenschere, Schlüssel. Wo brauchte ich denn noch einen Schlüssel? Ich brauchte doch irgendwo noch ein Schlüsselchen. Hier brauche ich ein Steinchen. Ach, hier brauche ich ein Schlüsselchen. Genau. So, Schlüssel Nummer 2. Hi. Ein Eispickel. Gut zu wissen. Hoch. Hoch. Und Eis bepickeln. Komm her. Ab ins Töpfchen. So. Brauche da was Neues. Klebriges Harz. Brauche was anderes. Klar. Woher nehmen und nicht stehlen? Blumenstängel, Wasserperoxid haben wir da. Schlafmittel. Ich muss ein Schlafmittel in den Kaffee mischen. Klar. Okay. Wo kriege ich jetzt die einzelnen Sachen her? Hier in dem Rummel mit Sicherheit nicht. Okay, guck mal, was gibt es hier noch? Hier sind noch die Kaffeebohnen, die ich abholen muss.
gehen wir zurück. Hier ist gerade auch nichts. Zurück. Kapitän Kajüte. Ja, wo finde ich denn jetzt die Zutaten dafür? Eieiei, okay, Karte, anders weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Brett in der Küche, in den Katakomben und im Gefängnis gibt's was zu tun. Hä? Okay, hier. I can't help you until you procure me a Praetorian uniform. Okay, Uniformchen. Wo ist das Auge? Und was kann ich sonst noch machen? Man, da bin ich gewesen. Hier kannst du da irgendwo was machen. Da ist noch ein Octopussy. Was sonst kann ich hier noch machen? Da ist ein Hebel, aber... Hi. Da haben wir noch ein paar goldene Flocken. Noch mehr goldene Flocken. Und noch mehr goldene Flocken. Okay. Hoch. Hoch. Goldflocken. So. Es fehlen Blumenstängel. Blumenstängel. Okay, wo finde ich Blümelein? Blümelein. Ein Blümelein fein tat ich nicht finden. Zurück. Ha. Küche tatsächlich in der Küche? Jetzt habe ich das Wasser hier. Zuerst den Kaffee und das gekochte Wasser dazu geben. Hä? Zuerst den Kaffee und das gekochte Wasser. Okay, Wasser haben wir. Jetzt muss ich diese blöde Malding da reparieren. Dolch? Nein, erdolchen lässt es sich nicht. Was kann ich... Da ist noch ein Papagei. Papagaio. Okay. Ich kriege immer noch einen Blumenstängel. Okay, zurück. Karte. Hier bin ich, hier kann ich was machen. Jetzt gehen wir erstmal in die Katakomben. Ah, und da ist ein Silberbild. Hallo. Okay. Morgenstern, Augenklappe, Halskette. Und da sind, da fehlen ein paar Teile. Und auch ein Kalender. So. Morgenstern. Ist dort. Augenklappe. Hätte ich bei ihm vermutet, ist aber da. Entermesser, Schriftrolle. Entermesser, Schriftrolle. Haken. Haken, Haken. Ich muss die Machete erst schärfen. Nehmen wir doch mal das. Haben wir ein Entermesser. Das Ding, das ist das Ding. Ich muss die Bombe anzünden, na klar. Feuersteinchen. So, Schriftrolle, Armband, Hakenteller, Halskette, das ist ein Teller, Halskette, es fehlt noch ein Haken. Wo haben wir denn einen Haken versteckt? Das ist das Ding da. Hallo. Und wir kriegen eine Zange. Ah, damit kann man den Kaffee holen. Sehr gut. Ich mache aber die Schnellreise-Variante. Komm, ab in den Lagerraum. Hier, Kaffee, Kaffee, Kaffeekranze. Spitze Klinge. Ach, jetzt brauchen wir den Dolch endlich mal. Hat ja auch lang genug gedauert. Was haben wir hier noch? Ah, welches Symbol konnte auf dieser Kiste mit Kaffeedosen entfliehen? Okay, da brauchen wir eine Kaffeebohne. Kann ich die Kaffeebohne gleich hier reinstecken? Nein. Okay. Gut, jetzt haben wir Kaffee. Heißt Kaffee. Klappt nicht. Oh. Eine Kaffeebohne. Zurück.
runter. Das war das, was ich hier noch machen konnte. Und das da. Und da gibt es einen LKW. Geil. So. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Nightmares from the Deep, The Siren's Call. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich dann mehr von der nächsten Folge wieder entscheidet. Bis dahin. Ciao.